Einfache Bewegungsabläufe. Der wandernde Elefant. Beginnen wir nun mit unserem ersten Scratch-Programm, einem einfachen Geradeaus-Programm, das ohne Verzweigungen Befehl für Befehl schrittweise von oben nach unten linear abläuft. Mit solchen Programmen lassen sich mit Scratch schon sehr lustige interaktive Geschichten erzählen, die auf der Scratch-Bühne ablaufen. Der erste Schritt sollte immer die Gestaltung der Bühne sein. Löschen wir also alle Figuren, die wir nicht benötigen. Und weisen wir der Bühne ein Bühnenbild zu, das wir im integrierten Malprogramm selbst zeichnen können. Oder das wir aus der integrierten Bühnenbildbibliothek auswählen. Ich suche in der Kategorie Natur eine passende Grafik, hier die Grafik Desert, und füge die gewählte Grafik per Klick auf die Schaltfläche OK oder per direktem Doppelklick auf die Grafik ein. Ich sehe, dass Scratch nun automatisch umgeschalten hat auf den Tab Bühnenbilder. Und in der Mitte sehe ich das eingefügte Bühnenbild und weiße Hintergrundbilder, die ich nicht mehr benötige. Diese lösche ich über einen Klick auf das kleine X. Das eingefügte Bühnenbild können wir im Malprogramm noch beliebig verändern und bearbeiten. Ich wähle zum Beispiel eine passende Farbe. Verändere die Linienbreite und zeichne hier rechts in der Bühne eine Schlange. Ich wähle die Farbe Blau, verkleinere die Linienbreite und zeichne beim Mausklick zwei Augen. Wähle dann die schwarze Farbe und zeichne der Schlange auch eine Zunge. Wir sehen, dass ich in der Bühnenansicht die grafischen Veränderungen sofort angepasst habe. Wir fügen nun in die Bühne eine neue Figur ein. Dazu klicke ich hier auf die Schaltfläche Figur aus der Bibliothek wählen und suche aus der Kategorie Tiere einen Elefanten. Dazu scrolle ich nach unten und wähle die Grafik Elephant. Ich füge sie per Doppelklick in die Bühne ein. Ich aktiviere nun das Werkzeug Verkleinern und reduziere die Größe des Elefanten mit jedem Mausklick. Das Verkleinern-Werkzeug deaktiviere ich durch einen Mausklick auf das Werkzeug oder durch einen Klick auf den Hintergrund in Scratch Projekt Editor. Mit dem Pfeilwerkzeug schiebe ich den Elefant an die gewünschte Position in der Bühne. Ich positioniere den Elefant in der linken unteren Ecke. Die Gestaltung der Bühne wäre fürs Erste abgeschlossen. Wir beginnen nun, das Objekt Elefant zu programmieren. Wir sagen mit Hilfe unserer Scratch-Befehle, was dieses Objekt auf der Bühne ausführen soll. Soll es eine Bewegung ausführen? Soll es etwas denken? Soll es etwas fühlen? Oder soll es mit einem anderen Objekt kommunizieren? Das alles ist in Scratch möglich. Die meisten Programme beginnen in Scratch mit dieser Startbedingung. Wenn grüne Fahne angeklickt, die ich in der Kategorie Ereignisse finde. Gleich zu Beginn empfiehlt es sich, den Objekten zu sagen, wo die Objekte bei Programmstart sein sollen. Diese Befehle dazu befinden sich in der Kategorie Bewegung. In der Mitte der Befehlsblöcke befindet sich der Befehl Gehe zu X und Y.
Als x- und y-Werte sind die aktuellen Koordinaten des Objektes eingetragen. Wenn ich nun das Programm starte, befindet sich der Elefant an der gewünschten Position. Wenn ich ihn nun probeweise verschiebe und das Programm wieder starte, wird er eben an die gewünschte Position gesetzt. Was soll unser Elefant nun auf der Bühne machen? Er soll denken, dass er sich auf die Wanderung durch die Wüste freut und soll danach durch die Wüste wandern. Dort trifft er auf eine Schlange, sagt, dass er sich fürchtet und wandert wieder zum linken Bühnenrand zurück. Denk- und Sprechblasen von Objekten können wir mit den Befehlsblöcken aus der Kategorie Aussehen programmieren. Ich ziehe Denke für 2 Sekunden in den Skriptbereich und schreibe meinen Text in das Eingabefeld. Ich ändere den Zeitwert für die Anzeige dieses Gedankens von 2 auf 3 Sekunden. Damit der Elefant durch die Wüste wandert, ziehe ich aus der Kategorie Bewegung den Befehlsblock Gleite in einer Sekunde zu XY in den Skriptbereich. Damit programmieren wir, in wie vielen Sekunden der Elefant zu den neuen Koordinaten wandern soll. Die gewünschten Koordinaten ermittle ich mit dem Mauszeiger und lese die Werte unterhalb der Bühne ab. Diese Werte trage ich dann in den Befehlsblock ein. Über den Zeitwert regeln wir die Geschwindigkeit der Bewegung. Ich habe nun Gleite in 5 Sekunden zu x 136 und y minus 100. Nun teste ich mit einem Klick auf die Startschaltfläche das Programm. Der Elefant ist etwas zu weit gewandert, deshalb verändere ich den Wert der x-Koordinate und teste nochmals. Der Elefant stoppt nun vor der Schlange. Nun soll er sagen, Hilfe, eine Schlange, ich fürchte mich. Und danach soll er sich umdrehen und zum linken Bühnenrand zurückwandern. Um dies mit Scratch zu bewerkstelligen, benötige ich den Befehl, sage Hello für 2 Sekunden aus der Kategorie Aussehen. Ich docke ihn an unser Skript an und schreibe wieder den eigenen Text in das Eingabefeld. Aus der Kategorie Bewegung verwende ich nun den Befehl Setze Richtung auf 90. Mit diesem Befehl kann ich die Ausrichtung einer Figur festlegen. Dabei kann ich über das Klappfeld 4 voreingestellte Werte wählen oder per Doppelklick einen eigenen Wert eintragen. Damit sich der Elefant nach links dreht, wähle ich minus 90 aus. Damit der Elefant zurückwandert, füge ich wieder aus der Kategorie Bewegung Gleite in einer Sekunde zu XY ein.
Ich ändere die x- und y-Koordinaten. Und passe den Zeitwert an. Ich wähle diesmal 3, da das Zurückwandern ein Fluchtverhalten ist und damit die Animation schneller abläuft. Testen wir nun, was passiert. Hoppla, der Elefant dreht sich auf den Kopf. Das ist nun kein Fehler in unserem Skript, sondern liegt an der momentanen Rotationseigenschaft des Objektes. Diese Rotationseigenschaft kann ich mit einem Klick auf das i bei der entsprechenden Figur in der Objektliste aufrufen. Hier ändere ich den Drehmodus von frei drehbar in den Drehmodus auf nur links rechts. Die Eigenschaftenübersicht schließe ich mit einem Klick auf das weiße Dreieck im blauen Kreis. Wenn wir das Programm nun testen, kann sein, dass der Elefant rücklings unterwegs ist. Das liegt daran, dass wir dem Elefant am Skriptbeginn gesagt haben, wo er sein soll, aber nicht in welche Richtung er zeigen soll. Dies holen wir nun nach, indem wir Sätze Richtung 90 ganz oben im Skript einfügen. Das Programm wäre nun grundsätzlich fertig programmiert. Nicht unbedingt notwendig wäre das Einfügen des Befehlblocks Stoppe alles aus der Kategorie Steuerung. Da das Programm automatisch stoppt, wenn am Skriptende kein Befehl mehr verfügbar ist. Wenn man den Endbefehl Stoppe alles dennoch einfügt, ist das aber ein Zeichen eines guten Programmierstils. Somit haben wir unsere Wüstenwanderung fertig programmiert.